Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Ich bin heute mal wieder auf einer kleinen Tour unterwegs, 10 Minuten ungefähr vom Bodensee entfernt. Und wenn du Lust hast, mich zu begleiten, bleib dran. Ja, man sieht es im Hintergrund, ich habe schon einen ordentlichen Anstieg hinter mir. Diesmal bin ich auf der Suche nach zwei Ruinen. Die eine werde ich wahrscheinlich relativ einfach finden. Die zweite wird schon schwieriger. Die ist mitten im Wald. Wahrscheinlich führen auch keine Wege mehr hin. Ja, schauen wir mal, ob wir es finden. Auch Wasser habe ich mal wieder nichts dabei. Heißt also, ich muss mir irgendwo was suchen. Weiter geht's. Ich sag euch, so anstrengend, es geht richtig steil nach oben, aber jetzt müsste ich es bald haben. Wunderschöner Ausblick zum Bodensee über den Hegau. Leider ein bisschen zu viel Wind, aber schön, sogar die Alpen sieht man richtig gut. Wahnsinn. Weiter geht's. Thank you.
war jetzt richtig schöne Aussicht zum Bodensee, die Alpen, über den Hegau. Fantastisch. Ich bin auch immer wieder beeindruckt von so Ruinen oder Burgen, wenn man überlegt, wie die vor hunderten von Jahren das ganze Zeug da oben hingeschleppt haben und die Dinger da aufgebaut. Fantastisch. Ja, so langsam habe ich auch Durst. Ich habe schon einen Bach gefunden, aber weiter oben dran wird Landwirtschaft betrieben und deswegen ist mir nicht sicher genug. Suche ich mal weiter. Was man hier auch immer wieder findet, sind diese Sandsteinformationen. Na super, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Scheiße. Das Gute am Wald ist ja, dass man relativ gut vor Regen geschützt ist. Das heißt, ich kann meine Mütze wieder ausziehen, Frisur sitzt wieder und dann habe ich noch was voll Gutes entdeckt. Kommt mal mit. Hier. Bärlauch. Das werde ich mir jetzt mitnehmen. Dann habe ich schön ein bisschen Würze für mein Essen. Klasse. Den Beutel habe ich jetzt gefüllt, da schraube ich einfach den Filter drauf, drücke einmal leicht, bis vorne etwas rauskommt, ja und dann. Ja, und wie soll es anders sein? Oh, es geht wieder bergauf. Scheiße. Jo, bin jetzt hier in der zweiten Ruine angekommen, allerdings erkennt man hier nicht mehr die Grundmauern. Schade. Aber immerhin steht es im Baum, wo wir sind. Ganz leicht kann man noch hören, dass hier mal ein Gebäude stand. Ja, mein Lager steht soweit. Ich habe das Tarp ganz locker als leichten Regenschutz abgespannt. Jetzt so langsam habe ich richtig Hunger. Mein Essen werde ich mir auf einem Gaskocher erhitzen. Dazu habe ich den kleinen Helfer, ultra leicht, wiegt 45 Gramm oder sowas. Ganz easy draufzuschrauben. So, Kocher.
ebenfalls einsatzbereit. So, und jetzt kommt das Beste. Original italienischer Parmesan. Kann ich jetzt einfach in der Wartezeit schön klein reiben. Passt das nachher wunderbar zu meiner Pasta. So, dann kommen noch ein paar Gewürze rein. Es riecht schon richtig lecker. Pfeffer. Den frischen Parmesan direkt aus Italien. Oh, lecker. Na dann, Mahlzeit. Ja, so kann man es aushalten. Lecker Tee, schönes Wetter, schönen Ausblick auf den Bodensee. Klasse. Ja, der letzte Stein, den es noch gibt von der Burg. Das, was hier von der Bauernwacht. Die Bauernwacht wurde so im 13. Jahrhundert, wenn ich es noch richtig weiß, erbaut. Mit der Zeit ist er natürlich abgegangen. Die heißt übrigens Bauernwacht, weil die für die ganzen Bauern immer als Zufluchtort gedient hat. Naja, viel davon ist ja nicht mehr übrig. Auf geht's, weiter. So Leute, jetzt bin ich gleich an meinem Ziel. Damit endet die Tour für mich. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Einen netten Kommentar oder ein Abo natürlich noch viel mehr. Ja, und ansonsten
Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich habe mir endlich die Haare geschnitten. Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich schwitze saumäßig. Boah.